Wahrscheinlich habt ihr, steht ihr oft so im Tor, dann ihr wollt warten auf den Ball. Ja? Also steht man in dieser Position, diese Ausgangsstellung. Also die Füße so am Anfang nicht so breit. Wenn ich so stehe, kann ich nicht wegkommen. Wenn ich so stehe, auch nicht. Also die Füße sind schulterbreit. Damit fangen wir mal an. Hände sind offen. Ich nenne das die traditionelle Torwarthaltung. Ja? Und jetzt drehen wir mal langsam, Daumen nach innen. Lass die Schulter hängen. Also keine Spannung auf den Armen, sondern Schulter hängen lassen. Du spürst jetzt wahrscheinlich, dass der Körperschwerpunkt weiter nach vorne ist. Ja, stimmt? Okay, genau. Also wir machen jetzt ein paar Mal aus der Bewegung hinaus. Wenn ich sage ja, dann stehen wir in dieser Ausgangsstellung. Also keine Spannung, total los. Ja. Du stehst ein bisschen zu weit nach vorne, also ein bisschen mehr im Knie. Das ist auf dem Platz. Noch einmal, Bewegung. Ja. Okay. Gut, jetzt werden wir gleich in der Ausgangsstellung.